das persönliche Gespräch kann einfach viel, viel mehr bewirken, ja, als das Beste, das Schönste, der strukturierteste Lebenslauf. Und es gilt überall dort, die Motivation zu wecken. Und die kriege ich halt nur, das weiß ich als Coach, das wissen Sie aber auch, die kriege ich halt auch nur, wenn ich mit den Menschen direkt rede, ins Gespräch komme, etwas versuche. Das Thema Fachkräftemangel ist auch eines im Neckar-Odenwald-Kreis. Deshalb sind Veranstaltungen wie die hier so unendlich wichtig. Ich habe gemeinsam mit dem Bürgermeister gerne auch die Schirmherrschaft übernommen. Nicht umsonst steht das Wort Chance hier über allem. Solche Chancen gibt es nämlich durchaus. Allein bei uns im Kreis sind über 1300 offene Arbeitsstellen gemeldet. Jede dieser Stellen ist eine Chance. Deswegen hoffe ich, dass heute auch viele die Gelegenheit nutzen, ihre Chance beim Shop zu packen. Was mich bei der Durchsicht der hier ausstellenden Unternehmen gefreut hat, ist die Vielfalt. Da werden weniger qualifizierte Menschen genauso besucht wie duale Studenten, Pflegekräfte ebenso wie Handwerker und Facharbeiter, aber auch Nachwuchs für die Polizei und für die Bundeswehr. Es ist auch schön, dass es Angebote gibt, die ganz ohne Hightech funktionieren. Vor allem auch bei uns hier im Neckar-Odenwald-Kreis mit seinen kleinen mittelständischen Unternehmen findet diese Stellenbesetzung über persönliche Kontakte eine wichtige Rolle. Ein solches Format brauchen wir, braucht die Region und brauchen vor allen Dingen auch die langzeitarbeitslosen Menschen. Denn genau diese langzeitarbeitslosen Menschen haben es häufig schwer, eine passende Arbeitsstelle zu finden, weil auch oft hier in dem Zusammenhang einfach Vorurteile eine große Rolle spielen. So, jetzt ist genug geschwätzt, jetzt wird geschafft.